Ihr Forschungspartner Death Crowy, willkommen im Team. Ich erwarte von Ihnen absolutes Teamwork und keine Faxen. Wie du da angeschlittert kamst. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Runde. Portal kann man, Portal 2, Team Community Sachen mit dem Death Crowy und mir, dem XXXX. Sag hallo. Hallo. Und wir machen hier Dinge irgendwie. Wo müssen wir hin? Was passiert denn da? Was passiert denn da? Da muss eine Kugel rein. Kippt erstmal ins Wasser wie so ein Besoffener. Und jetzt? Keine Ahnung. Da unten gibt's auch noch was, also es geht mehrstöckig, ne? Okay, lass mal gucken. Ich würde mal vorschlagen, dass einer von uns sich rüber bewegt. Ich schau mal kurz unten, was es da gibt. Wie bist du jetzt da runtergekommen? Also hier unten braucht man einen eckigen. Ah, hier können wir Schlungen holen. Danny. Oh. Ich mach dir mal da. Mach mal dein Portal weg. Mach mal dein Portal weg. Wieso ist dann gelbes Portal weg, Mann? Das heißt, so gut, stell dich mal kurz auf den Knopf. Du Troll, du. Okay, danke schön. Es reicht. Gut. Jetzt können wir da unten Schwung holen. Und wie bekommen wir dich dann darüber? Gar nicht, du musst mich nach oben katapultieren auf den anderen Knopf. Der an der Decke hängt. Ah, in welche Richtung läufst du? Blau. Au! Sorry. Sorry. Sitzen scheiße. Hä? Die sitzen scheiße. Jetzt. Sorry. Guten Flug. Das gibt's doch nicht. Hast wieder die Richtung geändert. Warte. Ja? Jack brauche ich. Sorry. Und, na, lass mal drauf. Hier geht eine diagonale Fläche hoch. Das heißt, okay, da können wir uns rüber katapultieren. Jetzt muss mich also rüberschießen. Ja. Flugbeil. Oder willst du Flugbeil sein? Nein. Ich kann schon machen. Ja, ich mach mal. Komm. Nein. Lass mich mal. Auf. Ich nehme auf, genau deswegen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist gelbe, wenn noch ein Ticken. Das gelbe noch ein Ticken weiter runter, aber passt. Besser? Ja, geil. Ja! Ja, komm, mach. Dankeschön. Cool. Da ist ein Knopf. Da komme ich hoch. Ja, muss oben unten da. Was passiert denn da?
Kannst du das sehen? Sehe ich nicht. Du musst mich auch noch irgendwie rüberholen. Stell dich mal da drauf. Achso, da kommt wieder Farbe raus. Wie bekommen wir dich jetzt rüber? Wie bringen wir dich jetzt rüber hier? Wir brauchen auch Farbe hier, glaube ich, weil da oben ist ein Knopf, da kommen wir anders nicht hin. Ah, mit dem Knopf schaltet das Ding aus. Ja, aber wie komme ich da hoch? Also. Nee. Taps, 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 donk. Wir müssen irgendwie Farbe rüber bekommen. Wie bekommen wir Farbe rüber? Gar nicht. Wie kommst du denn da hoch? Du musst doch irgendwie zuerst da hochkommen. Ich komme da aber nicht hoch. Ich habe ja keine Möglichkeit, mich irgendwie zu beschleunigen. Auch nicht durch Fall oder sowas. Sicher? Da unten ist ein Ding aufgegangen. Warte mal, ich guck mal kurz da unten. Ja, wird schon schief gehen. Hä, ich hab dauernd Bugs hier. Okay. Lauf mal kurz durch. Schau mal, was dort weiter hinten ist. Ja. Eine Art Treppe. Und da hinten ist ein Würfelabwurf. Da liegt eine Kugel drin. Ja, die Kugel brauchen wir auch wieder hier drüben. Also müssen wir irgendwie das Netz da auskriegen, zuerst in der Mitte. Hä? Ah! Markus! Was? Zurück. Was? Komm zurück. Danke. Wie's? Da kommst du nicht durch, aber du kannst ja so. Was? Genau, das soll's machen. Was geht denn hier? Weil jetzt kannst du. Ja, ich kann mir da die. Was ist denn los hier? Nein, du kannst ja jetzt der Wand schon entlang rennen. Die Wand hoch kann man nicht rennen. Ja, ich meine. Wenn du jetzt geradeaus auf die Wand einen Fleck setzt. Ach so, ja. Da auf den Boden und dann einfach durchlaufen. Das riecht ganz komisch, das Zeug. Das gibt's doch nicht. Ich will den Boden voll haben. Das kann doch nicht wahr sein. Verarsch mich doch. Mach mal weiter, bitte. Danny! Okay, jetzt nochmal so rum. Ist das krass genug? Nein. Das reicht doch schon. Da ein Portal setzen und da ein Portal und dann hast du die Wand entlang. Hoch. Jetzt passt's. Danke. Ei.
Genau. Okay. Das macht jetzt da hinten das Energiefeld aus. Machst du kurz? Nein, mach's nicht. Das Energiefeld geht nicht ganz nach oben. Also muss drüber springen. Scheint so. Warte, ich muss kurz wieder zu dir kommen. Danke, du hast mein Portal gelöscht. Ich klemm fest, mach's bitte wieder. Ich back fest. Danny! Damn you! Scheiß Troll! Komm, jetzt lass mal das Portal. Lass das jetzt mal unten. Komm, das machen wir jetzt halt. Und wie komme ich dann wieder zurück? Hallo? Ja, zeig nochmal die Ansicht dort unten. Da kann ich drüber hüpfen, das ist kein Problem. So. Da kann man Portale hinsetzen, auch kein Problem. Und hinten dran, direkt hinten an der Wand, auch also. Kommen sie auch ohne Probleme wieder raus. Nein. Weil das ist ja dann alles zu. Ja, aber du fliegst ja oben drüber. Hinten in das Gitter rein. Beziehungsweise hinten über die Barriere rein und kannst ein Portal nach hinten schießen. Ah, okay. Dann hast du eins vor und eins hinter der Barriere. Ja. Alles klar, okay, ich hab's. Wie, du löscht das jetzt dann, ne? Dann setze ich den halt drin. Okay, warte mal, ich muss das erst nochmal so setzen. Lässt es bitte? So, und jetzt muss ich das Blaue da setzen. Wünsch mir Glück. Nope. Doch, kannst ja ein Portal dann setzen. Muss aber das Richtige setzen, muss dann das Dunkelblaue setzen. Aber dann komme ich nicht mehr raus. Doch, weil das Hellblaue ja vor der Barriere dann ist. Stimmt. Gut. Ach, komm! Nochmal. Hey, das kann nicht so schwer sein. Bin ich einfach so dumm. Okay, nochmal. Welches Portal habe ich jetzt unten hingesetzt? Das ist hellblau. So, jetzt ganz langsam. So. Das. Und jetzt nehmen wir die Kugel. Und jetzt bin ich da. Dankeschön. Wo musst du die hin? Da. Sehr cool. Rüber. Hä? Verderber. Space. Hui. Alles klar. Alles klar, machen wir noch eine Kammer. Jo. Oh, cool. Und die nächste Kammer kommt sogleich. Nächste Kammer. So, guten Tag. Und dann wieder ein faszinierendes neues Testelement gefunden. Es wurde noch nie bei menschlichen Testsubjekten benutzt, da der Kontakt mit ihm anscheinend zu Herzversagen führt.
Cool. Steinversagen wird allerdings nicht erwähnt. Also solltest du keine Probleme haben. GLaDOS, das ist so fies. So, dann haben wir zurück zu Super Portal 2 mit dem Netzkrobe und mir. Hallo. Und wir haben gerade GLaDOS gehört, diese kleine Fotze. Wir kommen da nicht mehr hoch, oder? Ja, wie wäre es erstmal mit anschauen, was es hier alles gibt. Also hier kommt was zum Laserbeamen raus. Das da, keine Ahnung, was das ist. Noch nie gesehen. So wie das da oben. Hier gibt es einen Würfel. Da gibt es einen Würfel. Da gibt es einen Würfel. Nee, da gibt es einen Würfel. Und was ist das da? Hört doch auf. 3 zu 1, Freitod! Keine Ahnung, was das ist. Wir haben hier auf jeden Fall Diagonalen, das heißt, damit können wir uns irgendwie dann mal bewegen. Boah, bin ich klug. Darüber kommen wir nur. So. So, hier muss der Würfel hin. Hier ist ein Knopf. Ja, und was ist das? Das ist eine gute Frage. Wir lösen da irgendwas aus. Jo. Also ist, wir müssen hier den Knopf drücken und da den Würfel reinlegen und dann passiert da irgendwas. Ja, also zu dem Würfel kommt man ja ohne Probleme von hier. Ja, aber wie bekommen wir den Würfel? Indem wir den Laser auslösen. Kannst du mal kurz den Laser anmachen? Ja, Moment. Wo ist denn der? Da. Laser ist da unten zum Anmachen. Ja, gell? Ich wollte direkt das Portal richtig setzen. Hoffe, das funktioniert. Treffer? Nein. In welche Richtung? Also von mir aus rechts. So, dann ist dann mehr in die Richtung. Perfekt. Nenn mich Gott. Gut, ich gehe runter. Ich komme kurz hoch. Okay, jetzt da anscheinend irgendeine Farbe dabei. So, drückst du einen Knopf? Was auch immer die macht, ich geh mal kurz rüber und guck's mir an. Ah, mach doch mal den Laser vielleicht an. Ja, machen wir. Ändert sich nichts. Okay, kannst du ihn wieder ausmachen. Drück mal den Knopf. Ja, vor allem, was passiert, wenn ich den weg hab? Taugt das direkt rein. Und es kommt was Violettes raus. Kannst du da drauf höher springen? Nein, ich habe das Gefühl, es klebt tendenziell. Was? Warte mal. Wow. Was macht das bei dir? Wo wollen wir überhaupt hin? Da oben ist was, was man runterlassen kann, theoretisch.
Da oben ist was, was man theoretisch runterklappen kann. Ja, guck mal, da kann man auch noch einen Laser hin. Haben wir gerade irgendeine Möglichkeit, da hochzukommen? Nein. Oh. Ja, doch. Noch andere Montageaufgaben. Ich bin drüben. Ja, okay, was haben wir denn da? Da müssen wir einen Laser hinkriegen. Da, und den Laser aktivieren wir, indem wir da den Laser hinkriegen. Wie kommen wir da einen Laser hin? Indem wir hier irgendwie ein Portal setzen können. Und wie bekommen wir das Portal ausgeschaltet? Wie bekommen wir die... Jetzt ist es an die Treppe. Hast du irgendwas gemacht? Her. Das wollte ich auch gerade fragen. Ich habe den Würfel gescheit reingerupst. Vielleicht liegt's daran. Das jetzt, warte mal. Diesmal kurz die Bälle rüber. Geh mal kurz durch jetzt durch ein Energiefeld, bitte. Warum? Scheiße, wird gelöscht. Bälle rüberschießen, da muss ich da hoch. So, Bälle kommen. Okay. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Ich noch mal die Welle rüber. Nee, wird gelöscht. Okay. Mal. Aber der Würfel wird zersetzt, wenn er durch ein Energiefeld fliegt. Ja. Jetzt nochmal. Was hast du vor? Sag mal, was du vorhast. Nochmal, oder was? Ja. Hey, wie hast du das jetzt rübergebracht? Sag mal. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das da rübergebracht habe. Wie hast du das Portal rübergebracht? Keine Ahnung, ich hab da einfach ein bisschen rumgeschossen. Setz dann beide Portale auf solche grauen Flächen und geht dann durch. Ach, scheiße. Was macht das? So, warte mal. Jetzt. Ja, lass mal gucken, dass das uns irgendwie einen Weg hier markiert. Nee, trifft irgendwie nicht. Markiert es uns da irgendwie einen Boden oder so? Ich mach nochmal. Lustig sein? Yes.
gehe mal kurz googeln. Oh nee, okay, also. Dann haben wir jetzt endlich herausgefunden, wie die Nummer 25 funktioniert. Ich lade den Let's Grobi ein. Und. Na? Nimmst du an? Jo. Ja. So. Also es ist sehr kompliziert, muss man schon zugeben, aber wir haben es rausgefunden. Kompliziert nicht, man darf sich noch nicht ver... Also wir haben da jetzt 25 Minuten dran rumge... Ja, also nein, also, wir haben uns auch verarschen lassen. Wir haben das neue Testelement gefunden. Es wurde noch nie bei menschlichen Testsubjekten benutzt. Ja, das kann man alles. Der Kontakt mit ihm ist gut, Blendet. Also, wir haben ja diese... Steinversagen wird allerdings nicht... Ja, erwähnt. Steinversagen, du bist also lustig. Solltest du keine Probleme du haben. Bist sehr lustig, Blendet. Pass auf. So, ganz tolle Maschinerie und so weiter und ganz tolle Sachen. Was wir brauchen, ist das da. Wir brauchen eigentlich nur das da und das da. Das war's schon. So, Danny, ich bitte dich. Nee, da. Das rote müsste passen, ja. So, das ist nämlich einfach alles nur Ablenkung. Worum es wirklich geht, ist einfach. Also der ganze mit den Blubberblasen und so weiter, das ist alles Ablenkung. Es geht einfach nur darum, dass ich hier rüberkomme. So, dann bin ich hier, dann kann ich mich hier dagegen drücken, dann kann ich da ein Portal setzen. So, dann kann ich hier ein Portal setzen. So, und dann kann jetzt der Danny nämlich wieder herkommen. Das hat sie mit dem Danny mir hier die Treppe empor steigt und durchläuft und jetzt ist er da und das ist geschafft. Glückwunsch, euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Hey Danny, bleib mal da. Undurchführbar, tödlich, grausam und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Jawohl, wir sind gut. Alles klar. Dann, nein. Nein, ich will wieder. Da klappt mir mein Kopf. So, das war diese komplizierte Bewertung. Komplizierte Kammern, der wir uns irgendwie eine halbe Stunde den Kopf aufgeschlagen haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüss. Tschüssi.